Ja, hallo ihr Mann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines, wie immer auf Fränkisch. So, wir waren hier stehen geblieben und wollten, glaube ich, was wollten wir tun? Busstation? Nein. Aber irgendwas wollte ich doch tun, irgendwas Wichtiges. Habe ich denn den Friedhof schon gebaut? Ich glaube, den Friedhof habe ich irgendwo gebaut hier, oder? Irgendwo da. Da ist der Friedhof. Den hatte ich doch letzte Runde. Also noch keine Leichen da. Hervorragend. Okay. Tja. Wie schaut's hier aus? Ach ja, hier wollte ich eine Feuerwehrwache bauen. Das stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Weil ja hier die ganze Industrie war. Und wir müssen auch nach wie vor, glaube ich, aufpassen, wie es mit dem Strom ausschaut. Jawohl. Puh, haben wir denn... Wir haben, glaube ich, beide Darlehen jetzt, oder? Ja. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Es hilft ja nichts. Vielleicht sollten wir mal die Steuern wieder auf 9% anheben. Damit das ein bisschen schneller reinkommt. Eine Feuerwehr kostet uns 12.000. Oh, ich bin eine geschäftige Kleinstadt. Richtlinien. Mhm. Gebäudestufe 4, Ölspezialisierung, kostenloser Nahverkehr. Mhm. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Neue Straßentypen. Oh, mit dekorativen Bäumen. Neue Gebäude. Polizeihauptquartier. Feuerwehrhaus. Ölkraftwerk. Krankenhaus. Oh, wow, wow, wow. Das muss ich mir erst mal leisten können. Wie auch immer ich mir das leisten können soll. Ah, vielleicht mit dem Geld, das jetzt da ist. Okay, eine Feuerwache, die bauen wir hier direkt hin. So, wie sieht es woanders aus mit der Feuerwehr? Da ist schon wieder, ich würde sagen, da könnten wir eine vertragen. Hier. Ah, ja, ja. Und ich würde sagen, hier müssen wir fast auch noch eine bauen. Es ist einfach, auch wenn wir hier schon zwei haben... Es muss einfach sein. Und das hat keinen Strom? Doch. Okay. Die haben keinen Strom. Ach so, weil wir jetzt insgesamt zu wenig... Ah, Gott. 20 MW könnte das produzieren. 18. Hier können wir es nicht hinbauen, ne? Wo können wir das denn hinbauen? Irgendwo? Wasser benötigt. Ach so. Ach so. Ja, dann, so. Und es müsste ja. Ich glaube, es ist. Okay. War das so teuer jetzt? 12.000? Na ja, gut, und zwei, ja, ja. Mhm. Gut, aber wir haben immerhin ein bisschen Strom wieder. Läuft schon wieder ein bisschen besser. Freund. Und die Feuerwehrsituation dürfte ja jetzt deutlich besser sein. Oh, da ist schon wieder ein Brand. Ist die Feuerwehr schon vor Ort? Natürlich. Oh. Leck. Liegt daran, dass ich gerade im Hintergrund Elder Scrolls update und das mit 20 MB die Sekunde irgendwas auf meine Festplatte schreibt. Da ist die... Leider liegt das hier auf der gleichen Festplatte und... Kann ab und zu ruckeln kommen. Okay. Was, die haben kein Wasser? Oh, Wasserversorgung zu niedrig. Ja, da brauchen wir eine Pumpstation.
wir mal hier, hä? Jetzt hat es wieder keinen Strom. Das kann aber eigentlich nicht sein. Drum. Okay. Wasser passt wieder. Abwasserklärung. Da brauchen wir auch noch eins. Wie viel kostet das? 2500. Naja. Das kann ja nicht das Problem sein. Machen wir doch direkt hier. Ne? So. Jetzt müsste doch jawohl. Strom ist auch erstmal noch so weit im grünen Bereich, wobei wir da wirklich sagen sollten, was können wir denn da, oder mal? Kohlekraftwerk und was ist das? Ölkraftwerk. Achso, da brauche ich ein Erdöl wahrscheinlich, ne? Mhm. Gut, müssen wir jetzt sparen. Hilft alles nichts. Und wie sparen wir am besten? Indem wir erstmal investieren. Und zwar ein Gewerbegebiet. Wäre hier eigentlich auch nicht verkehrt, ne? So ein kleines. Machen wir mal. Einfach nur, vielleicht bringt es das, ja? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Was ist denn das da für ein Symbol? Abgebrannt. Achso. Komisch. Komisch. Und Müll? Was? Da könnte man hier eigentlich auch... Oh Gott, man könnte so viel, ne? 4000. Oh, können wir eigentlich gerade mal abwarten. Und dann würde ich die direkt hier ans Eck im Nirgendwo hinsetzen. Bam. Okay, neue Mülldeponie ist da. Und die bauen da schon. Okay, jetzt die Frage. Vielleicht wenn wir hier mal ein bisschen. Da könnte man doch mal ein bisschen, so ein kleines Eck machen. Ja? So. Und das dann wieder Gebäuden füllen. Wasserversorgung ist da. Stromversorgung kommt von alleine. Sehr schön. Paradise on Earth. Non-stick pants. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Vielleicht gleich noch mehr. Hier. Ja, könnten wir doch machen. Wir können eigentlich noch mehr gleich freigeben. Wir können eigentlich wirklich diese Gebiete hier
sind ja als Vororte quasi gedacht für die später geplante Inner City. Und leider müssen dann Schulen und sowas auch bald wieder her. Aber ich würde mal sagen, jetzt legen wir erstmal los hier. Machen massenhaft Fläche. Und das würde sich nochmal anbieten für so einen kleinen Gewerbebereich. Und das hier vielleicht auch nochmal. Dann haben wir das schön bunt gemischt. Wunderbar. Ja, das gefällt mir. Das ist gut. So, Strom. Wie viel haben wir denn schon? 7000, das reicht noch nicht. Das würde für ein Windkraftrad reichen. Acht Megawattstunden. Mehr geht hier wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Könnte man jetzt natürlich hier hinstellen, so einen kleinen Wind, aber das ist eigentlich das Villenviertel hier. Muss ich aufheben. Darf ich nicht. Acht. Okay. War das jetzt gut? Oder unterbricht es mir jetzt mal eine Stromverbindung in die Stadt? Hm. Man kann solche Gebäude auch verschieben. Ach, es gibt aber Umzugskosten. Okay. Hat sich schon erledigt. Will ich nicht nochmal. Möchte ich nicht. Okay. Gut. Ja, wir sollten trotzdem weiter sparen. Ich brauche noch mehr Strom, Dinger. Was hier? Oh, oh. Abgebrannt. Warum brennen hier noch Gebäude ab? Weil es nach wie vor nicht ganz sicher ist. Alles klar. Wie sieht es eigentlich drüben aus? Oh ja, da ist schon auch jetzt einiges mit Brandgefahr. Da bräuchte man da oben noch was und dann wahrscheinlich wieder hier. Das hier, das ist auch... Oh. Hm. Polizei. Alles im grünen Bereich. Wunderbar, was ist das? Sollen wir Bulldozer haben? Okay. Fahrarbeiter fehlen. Wie sieht es denn mit der Bildung aus? Ah. Nicht so gut mehr. Müssen wir auch wieder hier aufbauen. Aber gut, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Das geht nicht. Aber es wächst und gedeiht hier. Also sie fühlen sich anscheinend noch sehr wohl. Trotz der erhöhten Steuern. Hashtag grüne Energie. Black Mesa Forschungseinrichtung. Smell the ashes. Hashtag Freeman. Mhm. Sieht es denn hier aus mit, kann ich irgendwas zurückzahlen? Jetzt zahlen. Hervorragend. Dann haben wir auch schon automatisch mehr Einnahmen. Und wir haben das Darlehen weg. Wie viel bräuchte man fürs andere? 40.000. 50.000, okay. Hm. Wo brennt's? Hier brennt's. Wird gelöscht. Großbrand. Eieiei. Was können denn eigentlich dann, was kann denn sowas? Ah. Okay. 60.000. Das kann sich kein Mensch leisten. Entschuldigung, aber das kann sich niemand leisten. Was ist mit diesem Brand?
Wo bleibt die Feuerwehr? Kommt wahrscheinlich keine, ne? Ja, so ein Mist. Hashtag more Feuerwehr. Und überall fehlen die Facharbeiter. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das? Was ist das für ein Symbol? Nicht genügend Kunden. Das kann ja gar nicht sein. Da legen wir dir direkt welche vor die Haustür. Neue Kunden. So, bin ich ja nicht so. Ja, neue Kunden für dich. Nur für dich. Und noch möchte ich hier wirklich niemand wohnen, ne? Gut, aber ich habe gerade fast keine Nachfrage. Vielleicht Industrie hätte ich wieder. Das ist die Frage, kann man hier irgendwie... Sollen wir hier nochmal so... Pfup. Jetzt könnte man doch hier so eine kleine... Eine kleine Straße. Und da könnten wir doch jetzt mit der Industrie anlegen. Und der eine, der guckt halt einmal, wo die Straße schon mal hinführt, ne? Weil, warum nicht? Gut. Haben wir hier wieder neue Möglichkeiten für die Industrie. Was ist denn hier mit eurer... Warum sind denn die alle immer kaputt? Alte Industriegebäude. Mann, Mann, Mann. Ein haufenweise freie Gebäude. Gut, aber es... Sie finden keine Facharbeiter. Ich muss mehr... höhere schulische Bildung... Oberschule, aha. Gut, und Universität, das kann ich noch nicht. 24.000, ich brauche da mehr davon. Das ist schon ganz gut, aber wenn wir jetzt hier nochmal eine hinstellen würden irgendwo. Ja. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, das sollten wir tun. Ich glaube, das macht Sinn. Okay, das versuchen wir in der nächsten Folge zu machen. Dementsprechend sage ich... Bis demnächst.